Mit ihrer bisher besten Saisonleistung präsentierten sich die Zweitligaturner der WTG Heggenkeu am Samstag beim Lokalderby in Kirchheim-Teck. Die Gemeinschaftsriege gewann insgesamt 8 Duelle. Florian Ludwig präsentierte sich an den Ringen in überragender Form und zeigte hier eine seltene Kombination bestehend aus einem Stemmschwung, der im Spitzwinkelstütz endete. Eindrucksvoll belegte er damit, dass er im Zweitligateam angekommen ist. Dem sportlichen Leiter der WTG, Nick Ackermann, gelang es, seinem Gegner 5 Scorepunkte abzunehmen, was durch einen weiteren Zähler von Manu Schur zu einem Unentschieden an diesem Gerät führte. Für eine Überraschung sorgte die Gemeinschaftsriege am Barren. Manu Schur, Philipp Lutz und Nicolo Spies sammelten insgesamt 9 Scorepunkte und ließen ihren Herausforderern keine Chance. Einzig Clavis Spies, der ältere Bruder von Nicolo, musste trotz exzellenter Ausführung gegen einen überragend turnenden Gegner einen Punkt abgeben. Doch das änderte nichts daran, dass die WTG dieses Gerät souverän für sich entscheiden konnte. Wenigstens ein Gerät zu gewinnen war im Verlauf der Saison das höchste der Gefühle gewesen und nicht mit den Siegesserien vergleichbar, die die WTG in den vergangenen Jahren erlebt hat. WTG-Kapitän Philipp Lutz ist mit der Leistung seiner Turner zufrieden und freut sich nun auf den Saisonabschluss in der zweiten Bundesliga, der am 11. November in der Stadionsporthalle in Renning stattfindet. Hier wird sich die WTG Heggenkeu als Tabellenletzter ohne ein weinendes Auge in die dritte Liga verabschieden.